Permakultur ist ein Konzept der nachhaltigen Landwirtschaft und Lebensweise, das auf der Idee beruht, dass natürliche Systeme und Prozesse im Einklang mit menschlichen Bedürfnissen und Aktivitäten gestaltet werden können. Die Permakultur hat zum Ziel, ein ökologisches Gleichgewicht zu schaffen, das es den Menschen ermöglicht, ihre Bedürfnisse zu erfüllen, ohne die Umwelt zu zerstören oder zu belasten. Die Permakultur wurde in den 1970er Jahren von den Australiern Bill Mollison und David Holmgren entwickelt und ist seitdem weltweit bekannt geworden. Das Konzept basiert auf drei ethischen Grundsätzen: Sorge für die Erde, Sorge für den Menschen und gerechte Verteilung. Permakulturdesigner nutzen ein breites Spektrum an Techniken und Strategien, um Systeme zu entwerfen, die auf die natürlichen Ressourcen und Gegebenheiten des Standorts abgestimmt sind. Dies beinhaltet zum Beispiel die Auswahl von Pflanzen und Tieren, die miteinander in symbiotischer Beziehung stehen, sowie die Implementierung von Regenwassersammelsystemen, Kompostierung und Bodenverbesserungstechniken. Ein wichtiger Grundsatz der Permakultur ist es, Abfall als Ressource zu betrachten. Beispielsweise kann Abwasser für die Bewässerung von Pflanzen oder für die Produktion von Biogas genutzt werden. Dadurch wird nicht nur die Umwelt geschont, sondern es entsteht auch ein nachhaltiger Kreislauf, der das System selbst regulierend macht. Permakulturdesign ist nicht nur auf die Landwirtschaft beschränkt, sondern kann auch auf städtische und industrielle Umgebungen angewendet werden. In Städten kann die Permakultur beispielsweise zur Gestaltung von Gemeinschaftsgärten oder zur Schaffung von nachhaltigen Wohn- und Arbeitsbereichen genutzt werden. Insgesamt ist die Permakultur ein integratives Konzept, das natürliche Ressourcen und menschliche Bedürfnisse in Einklang bringt. Es bietet eine ganzheitliche Lösung für die Bewältigung der ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen, mit denen wir heute konfrontiert sind.